So, hallo meine Lieben. Ja, mal wieder ein Video von mir. Yay! Mal kommen sie eine Weile ja nicht und mal ja. So, mal ja vor allem. Das war jetzt sehr logisch, was ich gesagt habe. So, ich habe mir mal eine Liste gemacht. Das habe ich schon vor einer ganzen Weile mal gemacht. Eine Motivation für mich. Die hängt bei mir auch am Spiegel, weil gegenüber von meinem Bett zum Beispiel ist der Kleiderschrank und da habe ich es mir mal rangehangen. Ich musste mir das jetzt mal neu machen, weil das ein bisschen labbrig aussah. Hier ist sie. Ich suche jetzt gerade Tesafilm, um das mir wieder ranzubappen. Ja, ich zeige am Ende des Videos meine Motivationsliste. Wenn ich Panikattacken habe, wenn es mir nicht gut geht und so. Vielleicht inspiriert das ja auch noch jemanden anderen von euch. Ist sehr wichtig, finde ich. Für mich ist sie wichtig, damit das mir immer wieder in die Psyche hervorgerufen wird. Mein Kopf wisset ja sonst, aber meine Psyche halt nicht. Besonders wenn du doofe Tage hast, halt, wo du extrem schwindel und einfach nur down bist oder so. Ja, und heute ist zum Beispiel so ein Tag bei mir, hat mir auch so ein bisschen geholfen, das so ein bisschen zu schreiben, wieder neu ins Gedächtnis zu rufen im Grunde genommen. Und ja, dachte ich mal, zeige ich sie euch. Wie gesagt, ich habe sie abfotografiert. Und vielleicht ist es auch für den einen oder anderen, der auch in der gleichen Lage ist wie ich, mit Panikstörung, halt Agoraphobie, der auch so eine Liste sich vielleicht erstellen möchte. Ja, die könnte viel länger sein bei mir, die Liste, aber das sind die Hauptkriterien im Moment bei mir, womit ich mich beschäftige, weil ich bin die Person, die das hat und das sind meine Gedanken halt und damit muss ich mich beschäftigen. So, ja, jetzt fange ich doch schon jetzt an, anstatt im Dezember mit Tipps, aber egal. Ich mache das einfach so, wie ich das möchte. Gut, so. Nee, ja, wie gesagt, vielleicht ist das ein Anreiz für den einen oder anderen halt. Und ja, weil ich merke schon wieder so, dass ich dadurch, dass ich halt ist ein bisschen verspätet, die kommen, die ist wieder extremer. Durch mein prämenstruelles Syndrom halt, ist mir dann auch noch zusätzlich doof und so. Und dann kommst du ganz schnell ins Grübeln halt und nee, brauchst du ja nicht. Weil das ist jetzt im Moment das Problem untenrum, was auf die Psyche halt ausschlägt bei mir, mit unter anderem extrem. Und ja, deswegen habe ich mir diese Liste halt gemacht. Ja, ich merkte zum Beispiel extrem, dass mir schwindelig ist. Das brauche ich eigentlich gar nicht zu erklären. Das, glaube ich, habe ich schon mehrfach erklärt. Und ja, vielleicht hilft es ja so ein bisschen. Also, wenn ich jetzt in einer Panikattacke drinne bin, habe ich zum Beispiel den Spruch, den ich mir immer sage. Ich weiß ja nicht, ob ihr das auch habt, ihr Betroffenen. Ich sage mir immer, ich bin vollkommen ruhig, gelassen und entspannt. Und das immer wieder und immer wieder. Und irgendwann greift es bei mir. Dauert zwar ein bisschen länger. Ich habe kein Corona vorher weg, weil, ne, ich wurde auch schon gefragt, ob ich Corona habe. Nein, ich habe kein Corona. Das kommt durch meine Panikstörung und ich rauche. Ja, ist auch so ein Ding, ich sollte weniger rauchen, weil gerade wenn ich so eine doofen Phasen habe, rauche ich manchmal wie ein Kohlekraftwerk in Bochum, sagt man immer so schön. Nix gut. Ja, jeder, ein anderer braucht vielleicht, weiß ich nicht, was Süßes. Und jetzt fängt meine Waschmaschine an zu schleudern. Sehr schön. braucht was Süßes oder halt andere Sachen, wo er halt den Frust mit abbaut oder so. Und ich rauche halt sehr stark. Was ich im Übrigen auch dran arbeite, dass ich ein bisschen weniger rauche, weil das ist wirklich heftig, was ich teilweise rauche. Ich habe mich immer früher über meinen Papa beschwert, als der so krank war, der hat ja auch wirklich eine Zigarette nach der anderen angemacht, aber mittlerweile kann ich es irgendwo verstehen. Der hat auch versucht, irgendwo Stress abzubauen. Und ja, ist nicht gut für die Gesundheit halt, aber ja. Gut, ich will mich hier auch nicht rausreden oder sonst was. Ist halt ein Manko, was ich habe.
Ja, ich werde die Liste nach dem Video hier mehrfach halt reinmachen in das Video, damit man das lesen kann. Ich könnte sie jetzt vorlesen. Wie ihr sagt, für euch als Anreiz, ich mache es mir mal in meinen Spiegel am Schrank, dass ich das immer sehen kann, dass ich es lesen kann. Halt, ich werde automatisch gerade lauter, merke ich gerade, weil die Waschmaschine schleudert, egal. Und dass das halt als Motivation gilt für mich. Ja, wäre jetzt mal so von mir eine spontane Idee gewesen. Das hatte ich ja auch schon angefangen. Bei der Studie der Charité mit der Psychologin hatte ich das erzählt, dass ich sowas am Schrank mir gemacht habe. Die fand sie klasse, die Idee. Und deswegen habe ich sie mir jetzt nochmal erneuert und ein bisschen verlängert, weil sie war nicht so lang. Mein altes Ding ist, sieht so aus. Ja, ich muss den Spiegel putzen und da ist mir leider das Ding gerissen. Ja. Und sieht auch ein bisschen eklig aus. Aber egal. Ja. Von daher, sorry, wenn ich ein bisschen wackel heute mit meiner Kamera oder besser gesagt mit meinem Handy. Meine Oma hatte mal gesagt, mein Handy. Die hat nie Handy gesagt. ja. Ja. Ich habe gestern ein interessantes Gespräch auch mit meinem Mann gehabt. Ich finde das unheimlich schwer, weil ich ja gesagt habe, ich möchte ja ein Video machen, wo ich das den Leuten erkläre, die halt nicht wissen, wie wir uns fühlen, wir Agoraphobiker mit Panikstörung. Und da habe ich ihm auch gestern gesagt, weil er kann sich auch nicht reinversetzen in mich. Er kann sich das nicht vorstellen. Er hat was Interessantes gesagt. Eigentlich muss man das selber haben, um das zu merken, wie das ist. Das ist richtig, aber ich möchte gerne versuchen, irgendwie ein Erklärvideo zu erstellen, halt, wo ich das Leuten, die jetzt mein Blog, mein Podcast hier halt gucken, verstehen, wie wir uns in dem Moment, wenn wir zum Beispiel eine Panikattacke haben, wenn wir Angst vor der Angst haben, halt, wie wir uns dabei fühlen. Und das ist sehr schwer. Wie gesagt, ich mache das ja schon seit ein paar Monaten, dass ich darüber nachdenke. Ja, ich komme aber nicht irgendwie auf den Punkt, wie man das am besten machen soll. Im Übrigen sehe ich so wild aus, weil meine Haare abbrechen. Sehr toll. Besonders toll, gerade jetzt bei Lockdown und hast du nicht gesehen, ich komme ja nicht zum Friseur hin, ich muss mir mal wirklich einen mobilen Friseur besorgen. Der muss mir aber ganz dringend die Spitzen schneiden. Das wolltet ihr jetzt eigentlich ja nicht wissen, aber ist egal. Ja, und wie ich das am besten denn rüberbringe? Das ist wirklich eine schwere Aufgabe, die ich mir da vorgenommen habe. Vielleicht mache ich das doch in mehreren Kapiteln halt, dass ich erkläre bestimmte Sachen, die wir erleben, so rüberzubringen, weil sonst wird das ein Video von 2 Stunden oder sowas. Und das möchte ich euch nicht antun. Kein Mensch guckt ein Video auf YouTube von 2 Stunden, ganz ehrlich. Dass ich immer diese Begriffe dann nehme und das dann versuche zu erklären für Leute, die das halt nicht haben oder Angehörige sind, dass sie sich reinversetzen können, dass das nicht Schauspielern von uns ist oder reinsteigern, ja doch, ein bisschen ist es reinsteigern, aber nicht, wir machen es ja nicht absichtlich. Das kommt ja von der Hypophyse da hinten. Und ja, weil die ist dafür zuständig. Aber das erkläre ich dann in einem Video. Das ist zum Beispiel so ein Punkt jetzt, ich werfe jetzt mal drin in das Video. Das könntest du eigentlich mal erklären. So werde ich das mal versuchen. Und vielleicht gibt es ja denn wirklich Angehörige halt, die das interessiert. Wir Agoraphobiker wissen ja, was da los ist. Manche wissen es nicht. Da können sie sich dann das Video auch gerne angucken oder die Videos. Ja. Wäre jetzt mal so eine spontane Idee für die Leute, die sich halt von meinem oh Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache, Podcast halt interessieren. Könnt ihr ja gerne mal, würde mich mal interessieren, jetzt mal im Ernst, die Leute, interessiert ihr euch dafür? Schreibt mir das gerne unter dem Video. Ihr könntet hier bei YouTube machen oder halt bei Facebook. Auf meiner Seite hier, Anni, mein Leben mit Agoraphobie, könnt ihr ja gerne mal runterschreiben, auch als Angehöriger oder so, welche Punkte euch insbesondere
wichtig wären zu erklären, damit ihr das versteht. Weil so kann ich dann handeln, dass ich euch das erkläre. Also aus meiner Sicht. Ich habe ja auch Leute, die Agoraphobie haben, auch halt auf meiner Seite bei Facebook. Oder man könnte das natürlich auch so machen, da ich ja auch Leute habe, die auf meiner Seite sind, die auch Agoraphobie haben. Vielleicht traut ihr euch das auch. Wie ich jetzt hier Handy in der Hand nehmen und Video zu machen, aus eurer Sicht zu erklären. Dann mache ich da draußen ein ganzes Video und dann könnte ich dann posten, wenn ihr euch das traut. Ihr könnt mich natürlich anschreiben auch bei Anni, mein Leben mit Agoraphobie bei Facebook, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt, weil manche möchten ja nicht hier gerne drüber reden. Ihr braucht euch aber nicht darüber zu schämen oder sowas, dass ihr das habt. Das ist eine anerkannte Krankheit, ganz ehrlich. Und deswegen existiert ja mein Blog im Grunde genommen, dass ich darüber aufkläre. Nee, das wären jetzt von meiner Seite aus mal Vorschläge. Wie ihr sagt, ihr könnt hier runterschreiben bei YouTube oder bei Facebook oder halt mich anschreiben. Ja, so, jetzt habe ich mal genug gequatscht. Ja, wie geht's mir? Eigentlich habe ich es ja gerade gesagt. Gestern hatte ich eine sehr gute Phase gehabt. Da bin ich ohne nachzudenken runtergegangen, die Treppen runtergegangen, weil man hat es auf meinem Profil gesehen. Ich habe mich über eine Fremdfirma von DHL, die zur Weihnachtszeit gerne immer wieder, weiß ich nicht, eingestellt werden, keine Ahnung. Jedenfalls gehören sie ja nicht zu DHL. Pakete, weil ich nehme ja gerne für meine Nachbarn Pakete auch entgegen. Einfach mal so vor der Haustür gelegt, weil ich darf nicht an der Wohnungstür und ja. Ja. Hat also einfach mal vor der Haustür unten in die Licht. Ja, dann bin ich laut polternd, also polternd in dem Sinne rumschimpfend, runtergegangen, hab sie hochgeholt, die Pakete. Nicht mal eine halbe Stunde später der gleiche wohlgemerkt, kam denn hier an. Hat wieder geklingelt. Ich so, da das Paket schwer ist, was Sie da in der Hand haben, weil ich sehe das ja hier, wäre das nett, wenn Sie, ja, das Paket mir wenigstens vor die Tür stellen würden. Ich würde auch die Tür zulassen. Er steht da bei mir vor der Tür, ich brauche aber eine Unterschrift. Ja, so, ich habe die Tür aufgemacht, dann fing er auf immer an. Ja, 1,5 Meter Abstand. Da habe ich dann so gesagt, ja, wie sollen das gehen? Ich habe nicht so lange Arme. Ja. Er hat sich weggedreht und ich habe nur noch gesagt, mach das Land, ihr Wind, ganz ehrlich. Ich war so genervt und sauer auf den Vogel, weil verarschen kann ich mich alleine. Aber gut. Ja, und heute habe ich halt einen doofen Tag. Ja, nicht jeder Tag ist übrigens gleich bei uns, aber man genießt halt mal einen Tag, wenn man ein bisschen besser drauf ist. Aber wie gesagt, ich bin gestern mal ohne nachzudenken runtergegangen. Ich war so sauer gewesen. Ich glaube, ihr kennt das mit Sicherheit auch. Ich sehe so wild aus, ey, mit meiner abgebrochenen Haare. Egal. Ja. Gut. Genug gequatscht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und wie gesagt, ich poste hier nach dann gleich meine Liste. Vielleicht ist das eine Anregung für euch. Denkt euch selber was auch aus, was für euch wichtig ist. Und ihr könnt ja auch eine To-Do-Liste machen. Positiv, negativ kann man auch machen. Ich habe mir halt so eine Liste gemacht. Gut, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch was. Wenn euch mein Kanal gefällt, könnt ihr gerne ein Däumchen mit Träumchen da lassen oder auch ein Abo da lassen. Ihr dürft mich auch gerne weiterempfehlen. Ihr dürft auch gerne konstruktive Kritik äußern. Nicht so was, wie ich das letzte Mal im Video hatte mit so einem Spinnern da. Es ist keine konstruktive Kritik, das ist Stänkern. Ja, ansonsten freue ich mich darauf, euch bald wiederzusehen oder besser gesagt, euch das erklären zu dürfen. Meine Katze geht mir gerade auf den Sack, weil die hier andauernd mit meinem Katze damit rumspielt. Das Tesafilm. Ja. Wie gesagt, ich wünsche euch was. Tausend Dank. Bis demnächst. Tschüss.